Also es ist nicht First Time wahrscheinlich. Also wir haben eine Menge OTPs nicht auf ihren Main Champions, aber vielleicht sind die besonders wütend jetzt. Und wir haben eigentlich einen ziemlich guten Draft hier. Wenn wir das sauber hingespielt bekommen. Ist auch ein wichtiges Game für uns, weil wenn wir es verlieren, ich glaube, dann steigt der Account nachher leider ab. Auf Dings steigt er dann leider ab. Auf Grandmaster. Das heißt, es wäre relativ wichtig zu gewinnen hier. Das ist nicht ein Yumi-OTP. Nee, ich glaube, das ist ein Jenna-OTP. Ich weiß das noch, weil Brücki war, glaube ich, mal richtig wütend auf den. Ja, wir lassen einfach Ghost-Schutz an und wir haben wenigstens ein Full-Challenger-Team. Das ist pretty nice. Pretty nice. So, jetzt voller Fokus, Leute. Zlatan QT, vielen Dank dir für die 45 Monate. Einen wundervollen. Hey, ich habe schon länger nicht mehr gespielt. Spielt man GP immer noch mit Gold-Per-5-Items? Oh. Das hast du aber schon lange nicht mehr gespielt, Kollege. Wenn du GP mit Gold per 5 Items, das gute alte Herz aus Gold und der Philosopher's Stone, das den spielt, es gibt keine Gold per 5 Items mehr. Da hast du 8 Jahre verpasst, junger Mann. Oder junge Dame. Cyronix und Senior Olli, 61 Monate schon vom Senior. Dylan Dub, vielen lieben Dank. So, jetzt voller Fokus, Leute. Also, was ist unsere Erwartung? Schlecht für unsere Top-Lane, ha? Huh? Ich hab mir kurz die Nase schneuzen sollen. War kein Taschentuch da. So, okay. Was wir jetzt machen ist, wir cheesen hier rein und holen uns einen Mana-Flow-Band-Proc. Ja. Jetzt können wir sogar noch einen Grass-Proc auch noch holen. Nice. Er wird resetten, wir nehmen auch den Reset. Ihr habt jetzt eine Möglichkeit, ihm nachzuchasen, ne? Und ihm vom Recall abzuhalten, aber es ist sehr gewagt. Ne? Das würde ich nicht empfehlen. Würde ich nicht empfehlen. Der Midlaner, der Jungler können nachmoven, die können euch killen. Bleibt lieber in dem Busch, ne? Holt euch die Vision. Mana Flow Band, Brock, wir haben einen Dings Brock bekommen. Super gut für uns, super gut für uns. Wo startet sie? Ich kann ihr pullen, wenn sie möchte. Jintek, vielen lieben Dank auch dafür den Support. Also, noch Pull. Kein Pull, das kam. Jetzt gehen wir hier nach oben. Jetzt mal wieder Valorant. Mal schauen. Jetzt aktuell habe ich ja It Takes Two für Variety. Das gibt's wieder mittwochs und ansonsten. Ich hätte schon mal wieder Lust auf eine Runde Valorant, aber ich habe aktuell ein bisschen arg viel Spaß an League. Dementsprechend bisher. Wenn wir uns darauf fokussieren. So, also, was ich jetzt hier probiere, ne? Erstmal können wir unserem Team signalisieren, dass der Red Buff gestartet hat. Weil der sehr delayed war, der Atrox. Ne? Das ist das Erste, was wir machen können. So, was ich persönlich ganz gerne mache mit GP, ich weiß nicht, ob das richtig ist, ne? Ich mach's bloß gerne. Ich schaue, dass ich Mana Flow Band Proc und Grasp habe, damit ich das beides auf den triggern kann. Ne? Und dann schaue ich, dass ich die erste Wave relativ hart conteste und pushe. Und dass ich dann relativ früh die Wave in den Turret bekomme und einen Bounce erzeuge und danach hoffentlich die Wave in unserem Drittel freezen kann. So, jetzt, ihr könntet hier greeden und probieren, den Dingsbrock drauf zu kriegen, aber ich glaube, wir sind hier soweit zufrieden mit der Lane. Das sind sehr stabile Trades. Dadurch, dass ich mit dem Barrel reingetradet habe, müssen wir die Wave hier eigentlich auch noch pushen. Dadurch, dass wir so dominant sind, packe ich hier 2 Punkte ins Q. Denkt dran, Punkte ins Q auf GP sind unglaublich wichtig, weil die euch niedrigere Mana-Kosten vom Q geben. Das heißt, bei GP gehen die Mana-Kosten tatsächlich runter, wenn ihr Punkte reinpackt in den Skill. Und das macht einen gigantischen Unterschied. Theoretisch können die uns Cheese gehen. Oh, schöner Dash. Schöner Dash. So. Okay, wir können theoretisch hier einfach permanent weiter pushen. Warum? Der Jungler kann nicht auf unserer Seite sein. Gerade. Oh, das war lucky, dass wir den nicht kriegen. Jetzt können wir den Proc holen. Schön weiter harassen. Er muss jetzt, wir wollen seinen Pot forcen, wenn möglich. Na, wenn er jetzt stayt, wird er gedived. Beziehungsweise er hat den Pot drin. Dann werden wir wahrscheinlich nicht genug Punch haben. Aber sehr, sehr gute Rotations, die wir hier unter dem Turret reinbekommen gerade. Wir haben auch einen sehr starken Base.
So, was wir jetzt machen wollen, ist, wir wollen resetten. Ne? Das wird wahrscheinlich als große Überraschung für viele kommen, weil wir so lane-dominant gerade sind. Aber wir können jetzt hier für einen Reset spielen. Und er wird vielleicht TP'en und wir werden nicht TP'en. Wir wollen unser TP nämlich saven. Also mal einen schlechten Trade nehmen oder so. Wenn der runter TP'et, muss ich TP'en? Nee, gell? Okay, actually, dadurch, dass er runter TP'et ist, TP'en wir jetzt top hier tatsächlich. Das gewinnt uns die Lane. Der TP unten ist schlecht, ne? Die haben den Fight schon verloren. Dementsprechend zieht hier noch die drei Mini-Minions rein. Triggert Stun. Ein Hit jetzt mittlerweile, Level 5 mit dem coolen Sheen. Ein Hit auf die Backline-Minions und sie sind weg. Und jetzt können wir hier halt die ganze Wave denyen. Ne? Also normalerweise wäre ich nicht TP, aber dadurch können wir jetzt eine ganze Wave denyen hier für ihn. Und wir kriegen eine Platte. Das heißt, für ihn ist die Lane jetzt ziemlich gelaufen oben. Ziemlich gelaufen. Okay, jetzt müssen wir, jetzt haben wir ein kleines Zeitfenster. Und wir wollen jetzt für Wards gehen. Wenn ihr könnt als Toplaner, super Geheimtipp ist dieser Ward hier. Look at this. Ich weiß nicht, ob der jetzt so der super Geheimtipp ist, aber ich wollte ihn euch trotzdem zeigen. Ne? Ihr stellt ihn da an die Kante und dann intet ihr komplett. Das war auch nicht, was ich euch zeigen wollte. Ne? So, jetzt müssen wir uns ein bisschen hochheilen. Weil der sieht dann immer in die Crux rein und wenn ihr den richtig stellt, kann er auch sehen, wenn jemand zur Lane läuft, tatsächlich. Jetzt nicht so, wie ich ihn gestellt habe, glaube ich, aber theoretisch, der ist sehr, sehr mächtig, der Warter. So. Ja, das Barrel. Jetzt wird es dann wichtig, auch auf die Map zu schauen für Ults. Das heißt, achtet immer schön auf die Minimap. Zum Beispiel, jetzt will gerade unser Team einen Dive auf der Botseite ansetzen. Und da werdet ihr hellhörig, ne? Zum Beispiel jetzt, ne? Der Dive kommt. Ja, Ulti drauf, macht eure Corrupting Potion dazu an. Sind zwar nur 27 Damage, aber 27 Damage können trotzdem noch einen Unterschied machen. Oder... Vielleicht sind sogar weniger als 27 Damage. Das ist nur Minimal Damage. So, und jetzt müssen wir natürlich respektieren, dass die Qiyana hier hochlaufen kann. Oder die Evelynn kann kommen. Die Qiyana ist Mitte zu sehen. Die hat hier jetzt Control Warded, was ein Indiz sein könnte, dass wir gegankt werden. Stellt euch einen Safety Barrel auf. Ach, Qiyana könnte auch noch hochkommen. Das ist ein bisschen awkward jetzt. Soll ich hier einfach vorsichtig rein wollen, oder bin ich da schon tot? Sehr, sehr scary. Das ist ein Counter für GP in der Lane. Der härteste Counter in-game ist... Irelia ist der härteste Counter in-game. Das war der jetzt nicht so gut. Okay. Aber wir haben jetzt natürlich eine Evelynn gegen uns. Jetzt ist die Frage, ist die schon Level 6? Ihre Crux sind ab, das heißt, wir könnten sie da... Ah, wir sehen sie. Wunderbar, sie ist Level 6. Keep in mind. Leider hat sie den Ward gefunden. Ich glaube, der hat hier keine Vision... Nehmen wir uns jetzt hier mal rein. Das ist sehr risky, ne? Das solltet ihr niemals machen, was ich immer. Das ist komplett dämlich. Macht das bloß nicht. Das war so gut gespielt, mechanisch. No! Ah, das war so gut mechanisch gespielt. Schade, Mann. Habe ich verdient. Den Tod habe ich verdient. It's okay. Den habe ich voll und ganz verdient, den Tod. Den muss ich nehmen. Scheiße, ey. Oh, das war so gut gespielt, ne? Wie haben die das gewusst, dass ich da oben drin bin? Meint ihr, die haben hier oder hier ein Ward gehabt? Wahrscheinlich, ne? Das ist jetzt sehr schlecht für uns. Und ich habe mein Control Ward vergessen. Den sollt ihr unbedingt mitnehmen. Hm.
Ne, den zweiten Busch, den haben sie erst gewardet. Also den haben sie gewardet praktisch erst. Das heißt, Entschuldigung. Das heißt, sie hatten davor keine Vision. Den haben sie gerade erst gewardet. Jetzt steht für uns die... Macht das niemals, ist so leicht gesagt. Besser merkt ihr euch... Ja, ja, genau so nämlich, Ari. Genau so nämlich. Okay, unten ist Action, maybe... Na, bleibt in der Ra- bitte. No, schon. Hm. Eigentlich. Die Ult war nicht optimal. Ich habe die Corrupting Potion auch Wer hat dir der extra Unterschied gemacht, die Corrupting Potion? Well, that's really bad. 'Kiana kommt runter. Aber weiter reinpushen, ja. Entschuldigung, bitte jetzt. Mister, schluck auf ein bisschen gerade. Jetzt können wir hier die Wave schnell reinpushen. Wir wollen ja an die Lane binden, na. Normalerweise, was auch sehr wichtig ist als Toplaner, ist, dass ihr TPs timet, tatsächlich. Das ist allerdings was, womit ich mich natürlich nicht beschäftige, als großer GP-Konnoisseur. Wir gehen hier einfach nur für den Form. Der wird wahrscheinlich für ein All-In auf uns schauen. Wir sind gigantisch ahead. Das heißt, das Schlimmste, was jetzt für uns passieren kann, ist, wenn wir jetzt unvorsichtig vorlaufen, in seine Combo reinlaufen. Das heißt, und außerdem gewinnt unser ganzes Team. Das heißt, wir haben keine Drucksituation hier bisher. Wir können einfach jetzt hier hinten stehen und die ganze Zeit Barrels nehmen, die Wave-Texen, nicht vorgehen in den Turret. Ne? Jetzt müssen wir anfangen zu respektieren, weil die Eve jetzt dann aus der Wave rauskommt, ne? Aus der Base. Ist sie greedy? It's okay, I think. Der Wort bringt natürlich überhaupt nichts gegen die Eve. Da ist er ja schon. Oh. Okay, jetzt setzen wir ja wieder nach oben. Das heißt, Eve ist Topseite gerade. Könnte aber auch Mitte sein. Das heißt, wir wollen jetzt ganz da weit hinten stehen hier. Ne, ihr merkt schon, auf Toplane kann ich nicht so gutes Commentary machen, weil ich einfach selber keine Ahnung habe, was ich mache hier. Das merkt man schon direkt. aber ich jetzt selber nicht so recht, was ich machen soll. Aber wir sind sehr weit ahead auf der Haben-Seite. So, jetzt nehmen wir das hier kurz. Vielleicht können wir ein TP von ihm hier auf die Top-Lane forcen. Boah, das ist eine Menge Seelen, du. Ansonsten hier einmal suchen gehen, ob ihr irgendwo ein TP seht. Das war im Übrigen ein sehr, sehr schweres Play, was ihr da gesehen habt von mir. Es zu schaffen, in der Situation nie die Turret-Aggro zu droppen, ist tatsächlich sehr, sehr schwer. Es ist sehr, sehr schlecht, ne? Würden jetzt manche sagen, und zwar völlig zu Recht. Aber es ist trotzdem sehr, sehr schwer, das zu machen. So, jetzt nehmen wir uns hier unseren Essence-Reaver mit. Dann gehen wir hier für den Shield-Bow als nächstes. Das heißt, wir nehmen drei lange Schwerter. Ja, das ist schon sehr kacke gewesen. Also, das ist... Ich meine, ich bin super gut dabei. Wir haben ein paar gute Entscheidungen getroffen, das Game. Aber es ist natürlich schon... Es sind auch ein paar Entscheidungen dabei, auf die ich jetzt nicht so stolz bin. Das ist die Eve. Das ist die Eve kommt hier Richtung Mitte. Die gehen für einen 5-Mann-Attempt hier. Okay. Oh. Das wäre eine sicke Triple Barrel Combo gewesen, wenn ich die getroffen hätte. Ein schwacher Trost. So, hoffentlich sterben die jetzt da nicht alle, weil sonst wird's nicht so gut.
Oh, stellt euch vor, ich hätte die getroffen. Die wäre juicy gewesen. Aber die war, glaube ich, war die komplett daneben? Oder war das knapp wenigstens? Sag mir bitte, das war wenigstens knapp. Wieder zurück in die Mitte. Wieder zurück in die Midlane. Get me out of this roll. Ja. Und jetzt könnt ihr das machen, was alle Toplaner zurzeit machen und wo sich alle Toplaner drüber freuen. Ihr könnt absolut useless abgeschlagen auf der Map sein, während alle anderen Spaß haben. Ah, Toplane, Leute. Das ist eine Rolle für alle. Das ist wirklich eine Rolle für alle. Schön hier useless auf der Sideline sein, während alle anderen Leute sich ins Gesicht treten. Das ist geil. Das ist sehr, sehr geil. So, nehmen wir uns das hier. Den hier nehmen. Ich nehme ein paar Keeling Reduction dazwischen. Können wir das 1v1 super hart gewinnen auf der Sideline. Die getoppt, das heißt, wir gehen Bot hier. Am besten macht ihr euch noch so richtig schön beruhigende Musik an, ne? Und dann passieren einfach Dinge. Oh, shit. Okay. I'm here. Okay. I mean, ne? Okay, den Flash am Ende, ich hätte defensiv zu meinem Team zurückflashen sollen wahrscheinlich, aber ich sag mal, wir haben eine Triple Barrel Combo getroffen, ne? Also, das ist auch nicht verkehrt. Und wir haben rausgefunden, dass die Kiana uns also one-hitten kann. Das hätten wir davor nicht wissen können. Na, vergesst das bitte nicht. So, und dann laufen wir jetzt wieder auf die Botlane. Das ist eine relativ große Wave, die wir uns nehmen können. Super nice, ne? Und schauen einfach, dass wir defensiv genug bleiben, dass uns die Kiana nicht killen kann. Weil das ist, glaube ich, aktuell die einzig wirklich große Gefahr, bis wir unseren Schildbowdern haben. Wenn ihr könnt als GP. Na, jetzt gerade zum Beispiel, habt ihr Zeit, um hier die Crux zu farmen? Nee, habt ihr nicht. Außerdem nimmt sie euer Jungler. Wenn euer Jungler sie möchte, habt ihr eh keine Chance. Aber, ihr wollt versuchen, als GP, wenn ihr Zeitfenster habt, Camps wie Raptoren und Crux zu nehmen, weil die euch extrem viel extra Gold geben. So, wir werden höchstwahrscheinlich hier getrappt, oder? Ja, seht ihr? Jetzt wird sie natürlich getrappt. Ja, ne? Hier, die Evil hier, die geht hier für einen Schachzug. Evidence-Spieler, Eine Combo, die ihr üben solltet, wenn ihr GP-Spieler seid, ist diese hier. Das ist der sogenannte One-Part. Den wollte ich da eigentlich auch machen. Mittlerweile ist es so, dass viele wirkliche GP-Experten tatsächlich die Combo in ihr ganz normales Gameplay einbauen können, was unglaublich schwierig ist, in meinen Augen. Also ich kann die eher so als Trockenübung am Rand, ne? Aber es gibt wirklich Leute, die effizient verwenden können für Fights. Was sehr impressive ist. Aber wenn ihr GP üben wollt, die hilft euch auch, andere Kombos besser zu machen. Hilft euch mit den Timings, hilft euch mit den Ranges. Hilft euch, wenn ihr Turbo intet. Hätte er mich nicht heilen können? Ja, damn it. Na gut. So, hier geht der One-Part. Der One-Part, ich kann's gleich einmal kurz erklären. Also es gibt, ich zeige euch erst die Combo, die am wichtigsten zu lernen ist für euch da draußen, okay? Mit der fangen wir an. Das ist die Ghost-Barrel-Combo. Oder auch Triple-Barrel-Combo genannt. Das ist die Combo, wenn ihr GP spielen möchtet, ihr müsst diese Combo beherrschen. Im Übrigen, wenn ihr gegen Eve spielt, kauft immer Control Wards. Wenn sie das Herz auf euch macht, stellt sie. Und wenn das Herz am Ende vom Herzen, da wird angezeigt, wo Eve steht. Ne? Also die Triple Barrel Combo ist einfach
Ihr habt ein Barrel, ihr schießt auf und stellt ein zweites Barrel, das connected ist. Dann schießt ihr auf das erste Barrel und connected noch ein drittes. Das ist die Triple Barrel Combo, ne? Oder Ghost Barrel Combo. So, das ist tatsächlich die wichtigste Combo, die ihr können müsst als GT. Die ist wirklich essentiell, damit es funktioniert. So, und jetzt machen wir gleich als nächstes. Zeige ich euch dann gleich noch die etwas schwerere Combo. Und was ihr für die praktisch wissen müsst. Das heißt, ich sollte mir wahrscheinlich ein paar Barrels aufheben. Ne? So, wir sollten hier unten auch ein bisschen aufpassen, dass wir nicht überfahren werden. So, und die zweite Combo, die sehr, sehr interessant ist und die ihr dann irgendwann mal lernt, ist der One-Part. Für den One-Part, ihr stellt ein Barrel, dann coot ihr auf das Barrel drauf, na? Dann läuft der GP so ein bisschen drauf zu und sobald ihr Max-Range seid, stellt ihr euer anderes Barrel. Also sobald praktisch die Flinte startet, das muss in den ersten paar Momenten davon sein, stellt ihr praktisch dann Dings drauf. Der wird jetzt hier gleich ult. Nice. Oh. Bist du da, Kollege? Oh! So Flash Prediction Sugar! Ja, schade, wenn ich Level 13 bin, können wir da mehr machen, ne? Hab ich jetzt eigentlich. Hab ich euch beide Kombos gerade erklärt gehabt oder nicht? Ich hoffe. So, und jetzt spielen wir kurz dieses Game fertig, gewinnen das schnell und dann reden wir über andere Sachen, okay? Das ist jetzt das Play hier. So. Wäre ein bisschen gierig jetzt hierfür zu gehen. Machen wir. Kann sein, dass der hierfür gehen möchte. Der Djinn. Na, okay. Dann können wir hier einmal runterlaufen. Lass dann den Ghost-Schutz einmal ausmachen hier. Wir müssen auf jeden Fall den Reset hier nehmen. So, jetzt zu dem Zeitpunkt wollen wir hier eine Entscheidung treffen. Wollen wir ein Bild gegen Squishies? Also ihr könnt, ja, tatsächlich... Ihr könntet hier immer Collector bauen, wenn ihr wolltet. Ich werde einfach Infinity Edge bauen. Ich weiß nicht, ob Infinity Edge oder Collector besser ist zu dem Zeitpunkt. Die Gegner sind extrem squishy. Das heißt, wir werden auf der 4 Collector bauen. Aber es könnte sein, dass es auf der 3 Collector hier besser ist. Hier entpuppt sich ein Fight. Die wird da... Ja, wäre so lustig gewesen, wenn die da rüberkommen. Dann stehen wir doch schon mit dem Barrel. Dann macht's einfach kurz Joink und weg damit. Die Boots fallen normal auf Gangplank. Ihr wollt eigentlich, also wenn irgendwie möglich, wollt ihr immer CDR-Boots bauen auf Gangplank. Also wirklich immer. Wenn nur irgendwie möglich. So, wir sehen Qiyana Mitte, das heißt, wir dürfen hier ganz frei nach vorne laufen. Wenn wir hier eine Möglichkeit für eine Ult sehen, werden wir sie benutzen. Einfach auch nur als Zoning-Tool, damit unser Team... Oh, das war nicht die Combo. Die spielt ja insane, die Qiyana, what the fuck? Das ist crazy, wie gut die spielt. Oh! Was kein Schaden, Junge. Ich kann einfach finishen. Seit ich mehr erkläre, gewinne ich mehr Games. Obwohl ich selber nicht so gut spielen kann währenddessen. Nice. Auch nochmal 1000 Damage gemacht für den Tod. Und jetzt kriegt ihr noch Dancing Shelly zu sehen. Live und in Farbe, Leute. Woo!
You go, girl. Amazing. Die macht noch eine Runde, macht sie doch. Oh, buddy. Noch einer? Ich glaube, jetzt ist vorbei, ne? Schade. Sie macht immer nur zwei Runden. Faules Stück, So. Was haben wir noch hier? Mit Online-Wettern, die haben alle so gut gespielt. Actually, diese, das ist ein Cyber-OTP, der hat jetzt zwei Games in Folge komplett gut gespielt. Also so richtig, richtig gut gespielt, ne?